May the Lord bless you for coming back again this afternoon. Möge der Herr euch segnen, dass ihr heute Nachmittag wieder gekommen seid. I pray that you will sense his presence with us. Und mein Gebet ist, dass wir alle seine Gegenwart spüren werden. For he has promised to be with us, has he not? Denn er hat ja versprochen, unter uns zu sein, nicht wahr? He said, where two or three are gathered together in his presence. Er hat gesagt, wenn zwei oder drei sich in seinem Namen versammeln, wird er there da. Will I be in the midst of you. Da wird er mitten unter ihnen sein. So may you hear his voice this afternoon. Mögen wir heute Nachmittag seine Stimme hören. I want to share with you the secret of personal power. Ich möchte mit euch über das Geheimnis persönlicher Stärke reden. As I said this morning, God came, Jesus died not only to forgive us, but to empower us. Wie ich heute früh gesagt habe, Gott kam, Jesus starb, nicht nur um mit uns zu sein, sondern um uns Vollmacht zu geben. He wants us to be powerful witnesses of his saving grace. Er möchte, dass wir vollmächtige Zeugen seiner erlösenden Gnade sind. About 100 and some years ago, vor über 100 Jahren, two lawyers were traveling together across the state of Kansas. Reisten zwei Juristen, zwei Anwälte durch den Staat Kansas. In the United States of America. In den Vereinigten Staaten von Amerika. One of these lawyers was a Christian. Einer der beiden Anwälte war ein Christ. And the other one was an agnostic. Der andere war ein Agnostiker. Time seemed to drag. Die Zeit zog sich dahin. And for the most part they were wasting it in small talk. Und die meiste Zeit verbrachten sie damit, dass sie sich über Belanglosigkeiten unterhielten. It's easy to do that, isn't it? Das geschieht eigentlich ganz leicht, oder? The agnostic said to his Christian friend. Der Agnostiker sagte dann zu seinem christlichen Freund. He said, Lou, we're wasting our time in small talk. Lou, wir verschwenden doch hier unsere Zeit mit diesen Belanglosigkeiten, über die wir reden. Why don't we talk about the big themes? Warum sprechen wir nicht mehr über die wirklich wichtigen Dinge? Like for example, is Jesus Christ divine? Wie zum Beispiel, war Jesus Christus Gott? Is the Bible the inspired word of God? Ist die Bibel das inspirierte Wort Gottes? And so they began to talk about the big themes. Also fingen sie ein Gespräch an über die großen Dinge. And it became very evident from the very beginning. Und von Anfang an wurde es sehr deutlich, that the Christian lawyer was not able to defend his position as a Christian. Dass der christliche Jurist nicht in der Lage war, seine Position als Christ wirklich zu begründen. And the agnostic realized that. Und der Agnostiker merkte das. And began to press his position. Und er fing an, Druck auf ihn auszuüben. One of the questions that the agnostic asked his Christian friend was, und seine Position durchzusetzen. Und zum Beispiel fragte er seinen christlichen Freund, Lou, why are you a Christian anyway? Lou, warum bist du überhaupt Christ? Is it not because of geographical accident? Ist das nicht eigentlich nur geografischen Umständen zu verdanken? After all, you were born in a Christian country. Du wurdest einfach in einem christlichen Land geboren. What if you were born in a Hindu country? Was wäre, wenn du in einem hinduistischen Land geboren wärst? Maybe you would be a Hindu. Dann wärst du vielleicht Hindu. Or maybe you would be a Buddhist. Oder vielleicht wärst du Buddhist. Or a follower of Confucius. Oder ein Nachfolger von Konfuzius. After all, aren't all religions good and equal? Sind nicht letztlich alle Religionen auf der gleichen Ebene und eine gute Sache? And the Christian lawyer became more and more embarrassed. Und der christliche Anwalt, dem wurde es mehr und mehr peinlich. Folks, there's no doubt in my mind. Ihr Lieben, ich habe keinen Zweifel daran, that those same questions that this agnostic had for his friend, dass diese Fragen, die der Agnostiker seinem Freund stellte, are still with us today. Noch heute wichtig sind. And they need sensible answers. Und dass sie eine vernünftige, logische Antwort erwarten dürfen. And there's no point of us trying to ignore them. Und es hat keinen Sinn, wenn wir versuchen, diese Fragen zu ignorieren. And hope they go away, because they won't. Und hoffen, dass sie irgendwann sich verlaufen, denn das wird nicht passieren. And neither can we hide our heads in the sand and pretend they don't exist, because they do. Und wir können auch nicht einfach den Kopf in den Sand stecken und so tun, als würden diese Fragen nicht da sein, denn das wäre eine Lüge. Many young people today, for example,
Zum Beispiel viele junge Leute heute see very little difference between Christianity and Eastern religions. Sehen zwischen dem Christentum und den östlichen Religionen kaum einen Unterschied. And many of them are turning to the Quran or to the Bhagavad Gita for answers. Und viele wenden sich dann dem Koran zu oder der Bhagavad Gita und suchen dort ihre Antworten. Was this man Jesus Christ all that he claimed to be? War dieser Mann Jesus Christus wirklich alles, was er beanspruchte zu sein? And I want to say yes, he was. Und ich möchte sagen, ja, er war es. And wise is the individual. Wise is the individual. Wise is the person. Warum gerade diese Person? Who builds his faith on a sure word of Bible prophecy? Warum ist es gerade derjenige, der seinen Glauben auf das sichere Wort der Prophetie gründet? And the historical facts that we have today. Also weil an Jesus zu glauben, der Grund dafür ist das sichere Wort der Prophetie und auch die historischen Fakten, die wir heute besitzen. I want this afternoon to take you back about 1900 years ago. Ich möchte euch heute Nachmittag zurücknehmen in die Vergangenheit, etwa 1900 Jahre zurück. And the scene that you are imagining, und die Szene, die ihr euch jetzt vorstellen könnt, is taking place in a Roman arena. Findet in einer römischen Arena statt. And people are being burnt to the stake. Dort werden Menschen verbrannt auf dem Scheiterhaufen. Trampled by elephants. Elefanten zertrampeln sie. Eaten by lions. Löwen zerfleischen sie. And folks, Christians were not welcomed in the Roman world. Ihr Lieben, Christen waren damals alles andere als willkommen im Römischen Reich. And stories such as this are still with us today. Und wir kennen noch heute solche Geschichten. What was it that gave these early Christians such death-defying faith? Was war der Grund dafür, dass diese frühen Christen einen Glauben besaßen, der sie dem Tod ins Angesicht schauen ließ? For they were willing to die any death, sie waren bereit, jeden Tod zu erleiden, rather than denounce their faith in this man Jesus. Bevor sie ihren Glauben irgendwie verleugnen sollten an diesen Menschen Jesus Christus. I would like to suggest to you this afternoon, und ich möchte heute Nachmittag behaupten, that what gave these people such defying faith, dass der Grund für diesen todesmutigen Glauben der Menschen damals, was that they saw in this man Jesus, war, dass sie in diesem Menschen Jesus, the fulfillment of all of these messianic prophecies, die Erfüllung aller messianischen Prophezeiungen erkannten. And they built their faith on that foundation. Und sie bauten ihren Glauben auf dieses Fundament. And folks, we need to have our faith established on such a firm foundation. Und ihr Lieben, auch unser Glaube braucht ein solch festes Fundament. Otherwise, if we don't, wenn nicht, we will be like this Christian lawyer, dann werden wir nicht besser sein als dieser christliche Anwalt, who failed to have answers for his faith, der seinen Glauben nicht logisch begründen konnte. God wants us established in the faith. Gott möchte, dass wir im Glauben fest gegründet sind. Remember last night I shared with you a promise. Denkt daran, gestern Abend habe ich euch eine Verheißung weitergegeben. 2 Peter 1:12. 2. Petrus 1 Vers 12. Where we are to be, well, let me give you a different promise. Ich möchte euch noch eine weitere Verheißung geben. Let's go to 2 Peter 3. 2. Petrus 3, Verses 1 and 2. Vers 1 und 2. And there Peter admonishes us. Und dort ermahnt Petrus uns, to have our minds full of Bible truth. Dass wir unsere Gedanken, unseren Kopf füllen sollen mit biblischen Wahrheiten. Peter says full of the words that were spoken before by the holy prophets. Petrus sagt, folgt den Worten, die vor alters gesprochen worden sind von den heiligen Propheten. That's the Old Testament. Das ist das Alte Testament. And he says of us the apostles of our Lord and Savior Jesus Christ. Und dann spricht er von sich selbst, von uns, und er meint damit die Apostel des Herrn und Erlösers Jesus Christus. In other words, we are to have our minds full of Old Testament, New Testament. Oder anders gesprochen, wir sollen unseren Sinn füllen mit den Gedanken des Alten und des Neuen Testaments. See, these early Christians knew who Jesus was. Die frühen Christen wussten, wer Jesus war. I read in John chapter 1 verse 45. Ich lese in Johannes 1 Vers 45. It says Philip findeth Nathanael. Philippus findet den Nathanael. And saith unto him. Und spricht zu ihm. We have found him.
Wir haben ihn gefunden. Found who? Wen gefunden? Jesus of Nazareth. Jesus von Nazareth. The son of Joseph. Den Sohn Josefs. They recognized him when they saw him. Sie haben ihn erkannt, als sie ihm begegneten. Why? How did they know him? Wie haben sie ihn erkannt? Woher wussten sie das? Because they understood the Old Testament prophecies. Weil sie die alttestamentlichen Prophezeiungen verstanden. Many Christians today believe all we need is the New Testament. Viele Christen heute glauben, alles, was wir noch nötig hätten, wäre das Neue Testament. If all we have is the New Testament, aber wenn wir nur das Neue Testament hätten, then we have no foundation for our belief. Hätten wir gar keine Grundlage für unseren Glauben. We don't even know who Jesus is. Wir wüssten nicht einmal, wer Jesus ist. Without the Old Testament. Ohne das Alte Testament. Who is this man anyway? Denn wer ist eigentlich dieser Mann? Where did he come from? Woher kam er eigentlich? Who does he think he is? Was hat er selbst von sich gedacht, wer er sei? But folks, when we understand the great prophetic truths of Scripture, aber ihr Lieben, wenn wir diese großartigen prophetischen Wahrheiten der Bibel verstehen, then that establishes our faith. Dann ist das eine feste Grundlage für unseren Glauben. I read in the book of Acts. Wir lesen in der Apostelgeschichte, Acts, the 18th chapter, Kapitel 18, and the 24th verse. Ab Vers 24. Here it talks about a man by the name of Apollos. Von einem Juden, der Apollos hieß. Comes from Alexandria. Aus Alexandria. It says he was mighty in the scriptures. Und es heißt hier, er war mächtig in den Schriften. He was an eloquent man. Das heißt, er war beredet. And he knew his Bible. Er kannte seine Bibel. And in verse 28. Und in Vers 28. Well, read verse 25 as well. Oder 25, yeah? Lesen wir dazu. Yeah. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist. Er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft. Vers 28. Denn this man was full of the Spirit of God. 28 as well? Yeah. Did you finish it? No. Okay. Vers 28. Denn er widerlegte die Juden öffentlich mit großer Kraft, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Praise God. Gott sei Dank. And in it says he began to speak boldly in the synagogue. Es heißt hier also, dass er auch in den in Vers 26, dass er auch mutig in den Synagogen aufgetreten ist. Verse 25 it says, yeah, you read 25. 28 says. Und in Vers 28. Yeah, verse 27 rather, right? 28. It says in verse 28 he mightily convinced the Jews and that publicly. Dass er also öffentlich und auf eine vollmächtige Art und Weise die Juden überzeugt hat. Showing by the scriptures that Jesus was Christ. Und er zeigt ihnen aufgrund der Schrift, dass Jesus der Messias war. You see, that's why we have the word. Deswegen haben wir das Wort. Seht ihr? We have the scriptures to show us. Wir haben die Schriften, damit sie uns das zeigen. Now in Luke the 24th chapter. In Lukas 24. We have the let me go back. Where is it? Here we go. Luke chapter 24. Yeah. In Luke the 24th chapter. This is the story of the resurrection. Da finden wir die Geschichte der Auferstehung. And you remember those two disciples on the day of resurrection. Und ihr kennt die Geschichte von den zwei Jüngern am Auferstehungstag. On their way to Emmaus. Auf ihrem Weg nach Emmaus. They were discouraged. Sie waren entmutigt. They were downhearted. Sie waren verzagt. Because Jesus had died. Denn Jesus war gestorben. And in verse 21 is the saddest verse in scripture. Und der Vers 21 ist fast der traurigste Vers in der ganzen Bibel. Because verse 21 says, denn dort heißt es, we thought it was he that was going to deliver Israel. Wir dachten, er sei es, der Israel befreien würde. In other words, they put their trust in the wrong man. Oder anders gesagt, wir haben auf den falschen Mann gesetzt. That's how they felt. So kam es ihnen vor. And you remember the story how Jesus caught up with them? Und ihr kennt die Geschichte, wie Jesus sich dann ihnen anschloss. But they couldn't recognize him, the Bible says, because their eyes were holden. Aber sie haben ihn gar nicht erkannt, denn die Bibel sagt, ihre Augen wurden gehalten. And so they didn't know they were walking with Jesus. Sie wussten also nicht, dass sie mit Jesus dort gingen. But it was Jesus. Und dennoch war es Jesus. Now if anybody could have shown physical evidence as to who he was. Wenn jemand durch seinen Körper darauf hinweisen konnte, wer er war, it certainly was Jesus. War das ganz sicher Jesus. But what did Jesus do? Aber was hat er stattdessen getan? Jesus said, he called them fools and slow of heart. Er nennt sie hier Unverständige und trägen Herzens.
To believe all that the prophets had written. All das zu glauben, was die Propheten geschrieben haben. And beginning at Moses, it says. Und dann heißt es weiter, er begann bei Mose and all the scriptures. Und allen Propheten der ganzen Schrift. He proclaimed unto them. Und er legte ihnen das aus und zeigte ihnen the prophecies concerning himself. Die Weissagungen, die sich auf ihn bezogen. Now, why did Jesus go to the Bible? Warum eigentlich hat Jesus sich jetzt auf die Schrift bezogen? Why did he go to the scriptures to declare who he was? Warum hat er die Bibel aufgeschlagen, um ihnen zu zeigen, wer er war? Folks, there's a lesson here for us today. Ihr Lieben, darin steckt eine Lektion für uns heute. And we too ought to know what the scripture says. Und auch wir heute sollten wissen, was sagt die Schrift? Now Moses wrote the first five books of the Bible. Mose hat die ersten fünf Bücher der Bibel verfasst. Jesus went right back to the beginning of scripture. Das bedeutet, Jesus ging ganz an den Anfang der Bibel zurück and began to show the disciples as to who he really was. Und zeigte den Jüngern daraus, wer er eigentlich war. And that's how the early Christians knew who Jesus was. Und auf dieselbe Weise wussten die ersten Christen, wer Jesus war. If we don't know our Bibles, we have no foundation for our faith. Wenn wir unsere Bibel nicht kennen, dann hat unser Glaube keine Grundlage. And so I want to share with you this afternoon. Und deswegen möchte ich heute Nachmittag some of the great prophetic truths of scripture. Über einige der großen prophetischen Wahrheiten der Bibel sprechen. Announcing the coming of the Messiah. Die auf das Kommen des Messias hinweisen. Because in all of these Old Testament prophecies pointed to Jesus. Denn all die alttestamentlichen Propheten wiesen auf Christus hin. Now in Micah chapter 5, in Micha 5, verse 2, Vers 2. This is a prophecy given 700 years before Jesus was born. Findet sich eine Prophezeiung 700 Jahre vor der Geburt Jesu. And it says, "But thou Bethlehem Ephratah." Und dort heißt es, und du, Bethlehem Ephrata, though thou be little among the tribes of Judah, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, yet out of thee shall he come forth, aber aus dir soll mir hervorkommen, who is to be leader in Israel, der Herrscher über Israel werden soll, whose goings forth have been from of old, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen from ist, everlasting to everlasting, von der Ewigkeit her. This verse is loaded with truth. Dieser Vers ist voller biblischer Wahrheiten. Have you ever wondered why it says Bethlehem Ephrata? Habt ihr euch jemals gefragt, warum dort steht Bethlehem Ephrata? Why didn't it just say Bethlehem? Warum steht nicht einfach dort Bethlehem? Because in Bible times there were two Bethlehems. Weil es zur biblischen Zeit zwei Orte mit Namen Bethlehem gab. There was Bethlehem Ephrata. Es gab Bethlehem in Ephrata. And there was Bethlehem Zebulun. Und es gab Bethlehem Zebulon. And God is very particular. Und Gott ist dort ganz genau. And he specifies some very specific. Und er hat den Ort genau angegeben. And it says that Jesus was going to be born in Bethlehem Ephrata. Er sagte, Jesus wird geboren werden in Bethlehem Ephrata. Now Bethlehem was 92 miles from Nazareth. Bethlehem befand sich vielleicht so 130 Kilometer von Nazareth entfernt. Mary and Joseph lived in Nazareth. Maria und Josef lebten in Nazareth. Right up until about a week before Jesus was born. Und nur eine knappe Woche vor der Geburt Jesu. It looked from all appearances that the Christ child was going to be born in Nazareth. Sah noch alles danach aus, dass das Christuskind in Nazareth geboren würde. But just one week before the birth of Jesus. Und nur eine Woche vor der Geburt Jesu. Caesar Augustus passed the law. Erließ Kaiser Augustus ein Gesetz, that all the world should be taxed. Nämlich, dass die ganze Welt sich schätzen lassen sollte, eine Steuerschätzung. Und alle, die in Bethlehem geboren waren, mussten dorthin zurückkommen und dort ihre Steuer entrichten. And Joseph had been born in Bethlehem. Und so war es auch bei Josef der Fall. And so he took his pregnant wife, er nahm also seine schwangere Frau, about 9 months plus pregnant, sie war rund 9 Monate, vielleicht sogar etwas länger, schon schwanger. And put her on the back of a little mule. Und er setzte sie auf den Rücken eines Esels. And headed for Bethlehem. Und sie machten sich auf nach Bethlehem. Now, 92 miles is not that far. 130 Kilometer, das ist jetzt nicht so weit. We could be there in a couple of hours. Für uns wäre das eine Sache von wenigen Stunden. But back in Bible times,
Aber damals zu biblischen Zeiten, when you traveled on the back of a little mule, auf dem Rücken eines kleinen Esels zu reiten, it was about a 4-day journey. Das dauerte dann rund 4 Tage. And so they went and they arrived in Bethlehem. Also machten sie sich auf und sie kamen in Bethlehem an. And I don't know if it was the same night they arrived or not, but shortly after. Und ich weiß nicht, ob es dieselbe Nacht war, als sie ankamen oder kurz danach. The Christ child was born. Dort wurde Jesus geboren. And a prophecy 700 year old was fulfilled. Und eine Prophezeiung, die 700 Jahre alt war, erfüllte sich in diesem Moment. Just as the Bible said. Genau wie die Bibel gesagt hatte. Now if Jesus had been born in Nazareth, wenn Jesus in Nazareth geboren worden wäre, we wouldn't waste our time talking about him this afternoon. Dann würden wir heute Nachmittag nicht unsere Zeit damit verschwenden, über ihn zu sprechen. Because he would not have been the Messiah. Denn dann wäre er nicht der Messias gewesen. All of those prophecies had to be fulfilled exactly the way God said. Alle diese Vorhersagen mussten sich genauso erfüllen, wie Gott es gesagt hat. And you remember the story about the birth of Jesus. Und ihr erinnert euch auch an die Geschichte, wie Jesus geboren wurde. There was no room for him in the inn. Es gab damals keinen Raum für ihn in der Herberge. And so he was born in a barn. Also kam er in einem Stall amongst, auf die Welt. Amongst all of those sacrificial animals. Inmitten all dieser Opfertiere. Jesus was going to be a living sacrifice. Jesus sollte einmal ein lebendiges Opfer sein. Jesus did not die a martyr. Jesus starb nicht als Märtyrer. Jesus died as a living sacrifice. Er starb als ein lebendiges Opfer. Jesus gave his life. Er gab sein Leben. They didn't take it from him, he gave it. Sie haben es ihm nicht genommen, er gab es. And he gave it for you and for me. Er gab es für dich und für mich. So we go to Isaiah, the 7th chapter. Gehen wir weiter zu Jesaja Kapitel 7. And we read verse 14. Und lesen Vers 14. And here God says, I'm going to give you a sign. Und dort sagt Gott, ich werde euch ein Zeichen geben. Behold, a virgin shall conceive. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden. And bring forth a son. Und einen Sohn gebären. Thou shalt call his name Emmanuel. Und wird ihm den Namen Immanuel geben. Which is God with us. Und das bedeutet Gott mit uns. That's what it means. Das ist die Bedeutung. And so here is another prophecy 700 years before the birth of Jesus. Hier findet sich also eine weitere Prophezeiung 700 Jahre vor Jesu Geburt. And you know the story about the birth of Jesus. Und ihr kennt die Geschichte, wie Jesus geboren wurde. We read about it in Matthew chapter 1. Wir lesen darüber in Matthäus 1. Verses 18 to 23. Vers 18 bis 23. Yeah, you read. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Back, please. Sorry. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt, Gott mit uns. So here 700 years later. Nach 700 Jahren also. We have another prophecy fulfilled. Erfüllt sich eine weitere Weissagung. Exactly the way God said it would be. Und genau so, wie Gott es vorausgesagt hatte. And Paul in 1 Timothy 3, 16, in 1. Timotheus 3, Vers 16 schreibt Paulus, the Apostle Paul talking about this same event. Und der Apostel spricht hier über dasselbe Ereignis. Paul says, without controversy. Und er sagt, ohne Widerspruch. Great is the mystery of godliness. Von allen anerkannt, groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. God was manifest in the flesh. Gott wurde geoffenbart im Fleisch. Please. Gerechtfertigt im Geist. Gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heidenvölkern. Geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. The Apostle Paul says you can't argue against it. Der Apostel Paulus sagt hier, das kann man nicht bestreiten. This is God manifest in human flesh. Er war Gott. Offenbart in menschlichem Fleisch.
Folks, Jesus is not just a good man. Ihr Lieben, Jesus war nicht nur ein guter Mensch. Jesus is the God-Man. Er war der Gott-Mensch. He's unique. Er ist einzigartig. There's nobody else like him. Niemand ist wie er. He's the only one whose birth has been foretold. Er ist der Einzige, dessen Geburt vorhergesagt wurde. Centuries before. Jahrhunderte vorher. In so much detail. In so vielen Details. Many years ago I was working in Chicago, Illinois. Vor vielen Jahren arbeitete ich in Chicago, Illinois. And I went and visited one day the Baha'i Temple. Und eines Tages machte ich einen Besuch bei dem Baha'i-Tempel. Now the Baha'i faith, they do not have churches like we do. In dem Baha'i-Glauben ist es so, dass sie nicht Kirchen haben wie bei uns. They have temples all over the world. Sondern auf der ganzen Welt haben sie Tempel. Maybe 6 to 10 temples. Vielleicht 6 bis 10 Tempel nur. And these temples are a masterpiece of architecture. Und diese Tempel sind ein Meisterwerk der Architektur. And they're beautiful to look at. Und es ist wunderbar, sie anzuschauen. But I talked to some of their spiritual leaders that were there. Und ich habe dort zu einigen ihrer geistlichen Führer gesprochen, die sich dort befanden. And I asked them, who is this Bahá'u'lláh that you believe in? Und ich fragte sie, wer ist dieser Bahá'u'lláh, an den ihr glaubt? What's anything unique about him? Was ist das Besondere an ihm? Oh, he was one of the prophets. Oh, er war einer der Propheten. He was a good man. Er war ein guter Mensch. But that's all they could say about him. Aber mehr konnten sie über ihn nicht sagen. But my friends, when we talk about Jesus Christ, aber liebe Freunde, wenn wir über Jesus Christus sprechen, we know that he was more than a good man. Dann wissen wir, er war nicht nur ein guter Mensch. He was the God-Man. Er war der Gott-Mensch. He's unique. Er ist einzigartig. There's nobody like him. Niemand ist wie er. In Colossians 2 verse 9. In Kolosser 2 Vers 9. Jesus said, I and my Father are one. Jesus sagte, ich und der Vater sind eins. Because he's God in human flesh. Denn er war Gott in menschlichem Fleisch. When he was here in humanity. Als er unter uns war als Mensch. He was as much God as though he were not at all man. Da war er nicht weniger Gott als zu der Zeit, wo er noch nicht Mensch war. And he was as much man as though he were not at all God. Und er war auch genauso viel Mensch, genauso sehr Mensch, als wäre er nie Gott gewesen. And that's why he's referred to in scripture as Jesus Christ. Und deswegen wird zu ihm in der Schrift, wird auf ihn Bezug genommen mit dem Namen Jesus Christus. Here you have a dual. Das ist ja ein Doppelname. Personality. Eine Doppelpersönlichkeit. You've got humanity and divinity combined. Das ist die menschliche und die göttliche Seite gemeinsam. And only Jesus can lay claim to that. Und nur Jesus kann das für sich in Anspruch nehmen. John 14, verse 9. Johannes 14, Vers 9. I and my Father are one. Ich und der Vater sind eins. And so again, folks, we need to know these prophecies. Und ihr Lieben, diese Prophezeiungen müssen uns also vertraut sein. Because if we don't, we won't have any argument. Denn wenn wir sie nicht kennen, dann können wir unseren Glauben nicht verteidigen. Jesus said to Philip, have I been so long with you? Jesus sagte zu Philippus, ich bin so lange bei euch. And yet you've not known me. Und du hast mich noch nicht erkannt. He that has seen me has seen the Father. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. But they didn't understand. Aber sie verstanden nicht. And he said, thou sayest, show us the Father. Und er fragte ihn, wie kannst du sagen, zeige uns den Vater. Jesus said, I've been with you, you see me, you've seen the Father, we're one. Jesus sagte, ich bin doch die ganze Zeit bei euch, wenn du mich siehst, dann siehst du den Vater, wir sind eins. That doesn't mean they're one person. Das bedeutet nicht, sie sind ein und dieselbe Person. Because when Jesus was on earth, he prayed to his Father in heaven. Denn als Jesus auf der Erde war, betete er zu seinem Vater, der im Himmel war. But it means they were one in purpose. Vielmehr bedeutet es, sie waren eins in ihren Absichten. One in aim. An objective. In ihren Zielen. And what Jesus did down here was the same as what the Father would do if he was here. Und was Jesus hier getan hat auf der Erde, war dasselbe, was der Vater getan hätte, wäre er hier gewesen. In fact, before Jesus came to earth, es war sogar so, bevor Jesus auf die Erde kam, he willed his divinity to his Father. Da hat er seine Göttlichkeit sozusagen Gott übergeben, dem Vater. And he never used it once for his own purposes. Und er hat diese Göttlichkeit
an keiner einzigen Stelle für sich selbst eingesetzt. He only used it to the glory of God, to the Father. Er hat es immer nur zur Ehre Gottes des Vaters gebraucht. And let us never get the idea. Und lasst uns nie dem Gedanken nachgeben, that Jesus had an advantage over us. Dass Jesus uns gegenüber einen Vorteil besaß. When he was here in human flesh, als er als in menschlicher Gestalt unter uns war, because we have access to the same power that he had. Denn wir haben Zugang zu denselben Quellen, die Jesus besaß. Remember, before he went back to heaven, denken wir daran, bevor er in den Himmel auffuhr, he said, "Greater things shall you do, because I go back to the Father." Da sagte er, ihr werdet noch größere Dinge tun, denn ich gehe zurück zum Vater. Now it's true that when Jesus was born, he was born again when he was born. Es stimmt natürlich, als Jesus Mensch wurde, da wurde er noch einmal neu geboren. Er machte eine Geburt durch. In Luke chapter 1, verse 35. In Lukas 1, Vers 35, Jesus is referred to as that holy thing. Da wird Jesus bezeichnet als das Heilige. That's why we have to be born again. Deswegen müssen auch wir neu geboren werden. You see, Jesus was born of the Holy Spirit. Jesus wurde ja vom Heiligen Geist gezeugt. And when we are born again, we too will be born by of the Holy Spirit. Und auch wir, wenn wir wiedergeboren werden, werden vom Heiligen Geist wiedergeboren. And when we're born of the Spirit, und wenn wir aus dem Geist geboren sind, then we have access to the same power that Jesus had. Dann haben wir auch Zugang zu derselben Kraft, die Jesus besaß. And that's the secret of personal power, victory in your life. Und das ist das Geheimnis persönlicher Stärke. Von Sieg in unserem Leben. John 10:30, Jesus said, I and my Father are one. In Johannes 10, Vers 30 sagt Jesus, ich und der Vater sind eins. One in purpose. Eins in Absichten. One in aim and objective. Eins in den Zielen. We ought to be able to say the same thing. Und wir sollten in der Lage sein, das Gleiche zu sagen. If we are in Christ and Christ is in us, wenn wir in Christus sind und Christus in uns, should we not be able to say the same thing? Sollten wir dann nicht in der Lage sein, das Gleiche zu sagen? Remember the Apostle Paul in Galatians 2:20. Denken wir an Apostel Paulus, was er in Galater 2, Vers 20 sagt. Paul said, I am crucified with Christ. Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nevertheless, he said, I live. Und er sagt aber, dennoch lebe ich. Yet is not I that live. Aber eigentlich lebe nicht ich, but it's Christ that lives in me. Sondern Christus lebt in mir. And the life which I now live in the flesh, und das Leben, das ich jetzt führe im Fleisch, I live by the faith of the Son of God, das führe ich im Glauben an den Sohn Gottes, who loved me and gave himself for me, der mich geliebt und sich selbst für mich gegeben hat. That's the kind of relationship Jesus and God wants us to have with them. Das ist diese Art von Beziehung, die Jesus und Gott sich mit uns wünschen. See in 2 Timothy 3 verse 5. In 2. Timotheus 3 Vers 5. It talks about those who have a form of godliness but no power. Geht es um Menschen, die eine äußere Form der Frömmigkeit haben, aber die Kraft fehlt ihnen. And it says, from such turn away. Und dort heißt es, von solchen halte dich fern. Why would you want to belong to a body who has no power? Warum sollte man zu einem Leib dazugehören, der kraftlos ist? God wants to empower us. Gott möchte uns bevollmächtigen. In John chapter 1 verse 12. In Johannes 1 Vers 12. It says, for as many as received him. Dort heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, to them gave he power, denen gab er Vollmacht, and authority, Autorität, to be the sons of God, Söhne Gottes zu sein, even to those who believe on his name, denen, die an seinen Namen glauben. God wants us to be strong in our faith. Gott möchte, dass wir in unserem Glauben stark sind. Now, if you want to study the biography of someone, wenn wir den Lebenslauf eines Menschen studieren wollen, you not only want to know where he was born, dann interessiert uns nicht nur, wo er geboren wurde, you not only want to know about his parents, oder wer seine Eltern waren, but you also want to know about his genealogy, sondern man interessiert sich auch, man ist interessiert an seiner Abstammung. Well, I had a question one time in Ukraine. Ich hatte mal eine Frage eines Tages, als ich in der Ukraine war. Somebody asked me, do you believe that Jesus Christ was a Ukrainian? Die mir gestellt wurde. Jemand sagte nämlich, glaubst du, dass Jesus Christus ein Ukrainer war? I said, what I believe doesn't matter. Und ich sagte, was ich glaube, spielt keine Rolle. It's what does the Bible say? Es geht darum, was sagt die Bibel. And so I took them to Genesis chapter 49. Also habe ich sie in das erste Buch Mose genommen, Kapitel 49, Vers 10. And here in this verse, und hier in diesem Vers, it says,
Speaking about Jesus. Und dort ist von Jesus die Rede. The scepter will not depart from Judah. Es wird das Zepter nicht von Juda weichen. Until Shiloh come. Bis der Shiloh kommt. Now Shiloh is the Hebrew equivalent of the Messiah. Shiloh ist ein hebräischer Ausdruck, es bedeutet das gleiche wie Messias. This verse is telling us that Jesus was going to be born of the tribe of Judah. Dieser Vers sagt uns also, dass Jesus aus dem Stamm Juda kommen würde. Now this promise is given thousands of years before Jesus was born. Und diese Vorhersage ist tausende von Jahren vor der Geburt Jesu gegeben worden. So we go to the book of Luke and we read the genealogy of Jesus. Also gehen wir nochmal in das Buch Lukas und lesen über den Stammbaum Jesu. Now we ain't gonna have time to read it all. Wir haben nicht die Zeit, das alles zu lesen. But if we read just two verses, aber nur zwei, aber nur zwei Verse davon, you will very easily see that Jesus was born of the tribe of Judah. Und die allein zeigen uns schon ganz leicht, dass Jesus tatsächlich aus dem Stamm Juda geboren wurde. And thus another prophecy was fulfilled. Und dass so eine weitere Vorhersage sich erfüllt hat. Philip, when he said we found him, he knew what he was talking about. Als Philippus sagte, wir haben ihn gefunden, da wusste er, was er sagte. He said the one that Moses and all the prophets talked about. Denn er sagte, den, von dem Mose und alle Propheten gesprochen haben. And so Jesus was born of the tribe of Judah. Jesus kam also aus dem Stamm Juda. Now you would also want to know a little bit about their life work. Natürlich wollen wir dann auch, wenn wir einen Menschen kennenlernen, what, wissen, was hat er in seinem Leben getan? What was their work all about? Worum ging es? Was hat er gemacht? Now here in Isaiah 61, hier in Jesaja 61, we have the an outline of what Jesus was going to do. Haben wir so eine grobe Beschreibung von dem, was Jesus, was sein Werk sein sollte. And notice what his life work was. Und betrachten wir hier sein Lebenswerk. Please. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. You see, he was anointed to heal broken hearts. Wir sehen hier, seine Aufgabe war, er war gesalbt, um zerbrochene Herzen zu heilen. I read one time about a repair genius in Australia. Ich habe einmal die Geschichte gelesen von einem Genius, einem Genie, der sich zurückgezogen hat in Australien. He had a repair shop. A repair shop. A place where he repaired. Okay, er hatte eine Werkstatt. Okay, also er war ein genialer Handwerker. Er hatte eine Werkstatt zum Reparieren. And up over the door of his shop. Und über der Tür, der Eingang seiner Werkstatt, he had a big sign in large letters. War ein großes Schild und da stand groß drauf: We repair everything. Wir reparieren alles. But underneath in smaller letters, aber darunter stand noch in kleinen Buchstaben, he said, except broken hearts. Außer zerbrochenen Herzen. They could repair everything except broken hearts. Sie konnten alles wieder ganz kriegen, außer zerbrochenen Herzen. And the thing that this repair genius failed to do, das, was dieser geniale Handwerker nicht tun konnte. My friends, Jesus Christ specialized in. Meine Freunde, das ist genau die Spezialität von Jesus Christus. Because he came to heal the brokenhearted. Denn dazu kam er, die zerbrochenen Herzen zu verbinden. Maybe some broken hearts here today. Vielleicht sind auch heute hier zerbrochene Herzen. Jesus can heal your broken heart. Jesus kann euer Herz heilen und verbinden. He can bring you comfort and strength. Er kann dir Trost geben und neue Kraft. And he's anxious to do it. Und er wartet nur darauf, das zu tun. If you come to him in faith. Wenn du im Glauben zu ihm kommst. Come just as you are. Komm so wie du bist. You see, you got to believe in him. Wisst ihr, wir brauchen Glauben an ihn. You gotta recognize who he is. Wir müssen erkennen, wer er ist. And what he's capable of doing for you. Und was er fähig ist zu tun für dich. Don't try to carry your burdens alone. They're too heavy. Und versuch dir nicht einzureden, dass du allein bist mit deinen Lasten, dass sie zu schwer sind. Bring your burden to the Lord and leave it there. Bring all deine Last zu dem Herrn und lass sie dort. We have a song in our language. I don't know if you have it in yours. Auf Englisch gibt es einen
Ein Lied, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. But it goes like this. Das geht etwa so. When oppressions press the soul. Wenn du innerlich unter Druck bist. And the waves of trouble roll. Wenn die Sorgenwellen dich überrollen. And you need a friend to help you. Und wenn du einen Freund brauchst, der dir hilft, he's the one. Dann ist der Richtige. The blessed Jesus, he's the one. Dieser gesegnete, wunderbare Jesus, ist es. And he'll help you, beloved. Und ihr Lieben, wird helfen, just give your burdens to him. Wenn ihr einfach eure Lasten ihm übergebt. Talk to him as to a friend. Sprecht mit ihm, wie mit einem Freund. Jeremiah 42, verse 7. In Jesaja 42, Vers 7. Here the Bible tells us he came to set the prisoners free. Da sagt uns auch die Bibel, dass kam, um die Gebundenen aus dem Gefängnis frei zu. Is that Jeremiah? Is that Jeremiah? It's Isaiah. Isaiah. Yeah. 42, verse 7. Jesaja 42, Vers 7, dass kam, um die Gebundenen aus dem Gefängnis zu führen, in die Freiheit. And what kind of prisoners is this talking about? Über was für Gefangene geht es hier? It says he came to open blind eyes. Yeah, you read it, yeah? Und es heißt auch, dass die Augen der Blinden öffnen will. Bring out the prisoners. Die Gefangenen herausführen. And them that sit in darkness. Diejenigen, die in Finsternis sitzen. Out of the prison house. Aus dem Gefängnis heraus. The Bible talks about the prison house of sin. Die Bibel spricht von dem Gefängnis der Sünde. Many people today are bound by Satan. Viele Menschen heute sind gebunden durch Satan. And they cannot deliver themselves. Sie können sich selbst nicht befreien. They need invisible means of support. Sie brauchen eine Unterstützung, eine Hilfe, die nicht sichtbar ist. Jesus wants to give us victory. Jesus möchte uns Sieg geben. In 2 Timothy 2:26. In 2 Timotheus 2:26. Says that they may recover themselves out of the prison house of sin. Dort heißt es, damit sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus. Im Englischen heißt hier aus dem Gefängnis des Teufels. Because Jesus will help you. Jesus wird uns helfen. He can break those prison bars. Kann die Riegel der Gefängnistüren aufsprengen. It doesn't matter what your problem is. Es ist egal, welches Problem uns belastet. God has promises for you. Gott hat für dich Versprechen gemacht. Now here's one of my favorite promises in Scripture. Hier ist eine meiner Lieblingsverheißungen aus der Bibel. Matthew 18, verse 19. Matthäus 18, Vers 19. And it says, if two of us agree on earth. Hier steht, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, as touching anything that you may ask, über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, it shall be done for you of my Father which is in heaven. So soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. I don't care if you are a dope addict, a drug addict. Es spielt keine Rolle, ob du ein Drogenabhängiger bist. You may be bound by this addiction. Ob du irgendeine Sucht hast, die dich fesselt. My friend, Jesus can deliver you here and now. Mein Freund, Jesus kann dich befreien, hier und jetzt. I have used this promise many times. Ich habe diese Verheißung oft ausprobiert. In helping people with addictions. Und habe damit Leuten, Abhängigen, geholfen. I remember one man in particular. Ich erinnere mich besonders an einen Mann. He's an old man now. Jetzt ist schon ein alter Mann. He's 75 years old. 75 Jahre. And he smoked since he was about 7. Hat mit 7 Jahren angefangen zu rauchen. He's nothing but skin and bones. War nur noch Haut und Knochen. He's tried 1,000 times to quit smoking and he couldn't. Hat es 1,000 Mal probiert, mit dem Rauchen aufzuhören, und hat es nie geschafft. He had a stroke. Hatte einen Schlaganfall. He had 2 heart attacks. 2 Herzanfälle. And his doctor told him, if you don't stop smoking, you'll die. Und sein Arzt sagte ihm, wenn Sie nicht mit dem Rauchen aufhören, werden Sie sterben. So he tried everything. Hat alles probiert. He tried free cigarettes. Hat freie Zigaretten probiert. He tried acupuncture. Free? Is it a program? Free cigarettes? No. It's a sort of a pill. Supposed to, you know, put a hatred in your heart for nicotine. Yeah. Free cigarettes, also das ist eine Pille, die gegen Nikotinsucht helfen soll. He tried acupuncture. Hat auch Akupunktur probiert. He tried hypnotism. Hat Hypnose probiert. He tried the 5-day plan. Hat den 5-Tage-Plan probiert. And he came to me one night.
Und eines Abends kam er zu mir. And he knocked on my door. Klopfte an meine Tür. And he said, Pastor Gil, can you help me? Und sagte zu mir, Bruder Gil, kannst du mir helfen? I said, no, sir, I can't help you. Und ich sagte zu ihm, Sir, ich kann Ihnen nicht helfen. But I can point you to one who can help you. Aber ich kann dich zu jemandem führen, der dir helfen kann. And I said, his name is Jesus. Und ich sagte, und der heißt Jesus. I said, he can help you and deliver you. Er kann dir helfen, er kann dich befreien. And I opened my Bible to some of these promises. Und ich habe meine Bibel aufgeschlagen und einige dieser Verheißungen gelesen. And to this one in particular. Und besonders diese hier. And I said, Sir, this is what the Bible says. Und ich sagte zu ihm, Sir, das sagt die Bibel dazu. God says, if two of us agree on earth as touching anything, Gott sagt zu uns, wenn zwei auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, it shall be done for you, dann soll sie für sie geschehen, of my Father which is in heaven, durch meinen Vater im Himmel. I said, you want to quit, I want to see you quit, that's two of us. Und ich sagte zu ihm, du möchtest aufhören, ich will auch, dass du aufhörst, das sind schon zwei. I said, we're going to put the Bible on the chair. Ich sagte ihm, wir wollen die Bibel hier auf den Stuhl legen. We're going to kneel together. Und wir werden zusammen hinknien. And I want you to put your finger on this promise. Und ich möchte, dass sie ihren Finger auf diese Verheißung legen. And I want you to ask Jesus to fulfill this promise for you. Und ich möchte, dass sie Jesus bitten, diese Verheißung für sie wahrzumachen. And I'll pray with you and for you. Und ich werde mit ihnen und für sie beten. And we got up from our knees. Und wir sind aufgestanden von dem Gebet. I said, Sir, do you have the victory? Und ich fragte ihn, Sir, sind Sie frei? Haben Sie den Sieg? He didn't know what to say. Er wusste nicht, was er sagen sollte. I said, do you either have it or you don't? Ich sagte zu ihm, Sie haben es entweder oder nicht. Do you have the victory? Haben Sie den Sieg? He said, yes, I do. Und er sagte, ja. And I turned to 1 Corinthians 15, verse 57. Und dann schlug ich 1. Korinther 15, Vers 57 auf. Which says, thanks be unto God who giveth us the victory. Dort heißt es, Dank sei Gott, der uns den Sieg gibt. Through our Lord Jesus Christ. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Victory is a gift. Sieg ist ein Geschenk. And you can have it now if you believe. Und wenn du glaubst, kannst du es jetzt in Anspruch nehmen. If salvation is a gift, victory is a gift. Wenn Erlösung ein Geschenk ist, dann ist auch Sieg ein Geschenk. And I don't care what your problem is. Und es ist egal, welches Problem du hast. Or what your sin is. Und welche Sünde. You bring that sin to Jesus. Bring diese Sünde zu Jesus. And you ask him for victory. Bitte ihm um Sieg. And he'll give you victory. Und er wird dir Sieg geben. If you believe. Wenn du glaubst. And receive. Und das annimmst. You have to believe and receive. Du musst glauben und es in Empfang nehmen. And then you need to return thanks that you have received. Und dann sollst du Gott auch dafür danken, dass du empfangen hast. And when you do that, und wenn du das tust, you can be assured of victory. Dann kannst du sicher sein, dass du den Sieg hast. Too many people viele Menschen, zu see viele. Victory as a gift way off somewhere in the distant future. Sehen Sieg als ein Geschenk, das irgendwo weit in der Zukunft auf sie wartet. And they hope they live long enough. Und sie hoffen, dass sie noch so lange leben werden. And strive hard enough. Und dass sie sich stark genug darum bemühen, that before they fall into their grave, dass noch bevor sie irgendwann ins Grab sinken, they will manage to reach the victory. Gerade so noch den Sieg erreichen. But folks, that's not how it is. Aber ihr Lieben, so ist es gar nicht. We don't work toward victory. Wir arbeiten nicht auf den Sieg hin. We work from victory to victory. Sondern wir arbeiten vom Sieg ausgehend zum nächsten Sieg. Victory is a gift. You can have it now. Sieg ist ein Geschenk. Wir können es auf der Stelle haben. And we need to share these promises with people who have addictions. Und wir müssen diese Verheißungen gerade den Menschen weitergeben, die abhängig sind. And we need to deliver them from bondage. Und wir müssen sie aus dieser Gefangenschaft, aus diesen Banden befreien. So that they might have a living testimony of God's saving grace. Damit sie selbst ein lebendiges Zeugnis haben und sein können der befreienden Gnade Gottes. Nothing more powerful than a personal testimony. Es gibt nichts Mächtigeres als ein persönliches Zeugnis. When Jesus was here on earth, als Jesus hier auf der Erde war, all, think of all the miracles that he performed. Wie viele Wunder hat er dort vollbracht? He's the same yesterday, today and forever. Aber er ist derselbe gestern, heute und für immer. He wants to work in us and through us. Er möchte in uns wirken und durch uns. Many of the prophecies concerning the death of Jesus. Viele Prophezeiungen über den Tod Jesu. Was fulfilled during the last 45 hours or 48 hours of his life. Erfüllten sich in den letzten 48 Stunden seines Lebens. Now here's a prophecy given over 1,000 years in advance. Hier ist eine Prophezeiung, die vor 1,000 Jahren vor der Erfüllung gegeben wurde. In Psalm chapter 55.
In Psalm 55. Here we have a prophecy telling us who was going to betray Jesus. Wird vorhergesagt, wer Jesus verraten sollte. Please read it, yeah? Denn es ist nicht mein Feind, der mich schmäht, das könnte ich ertragen. Nicht mein Hasser tut groß gegen mich, vor dem wollte ich mich verbergen. Aber du bist es, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter. Dabei hatten wir innige Gemeinschaft miteinander, sind zum Haus Gottes gegangen mit der Menge. See, 1,000 years before Christ was crucified. 1,000 Jahre vor der Kreuzigung Christi. We have a prophecy. Ist eine Prophezeiung, telling us that he was going to be betrayed by a friend. Die uns sagt, dass er durch einen Freund verraten würde. Someone that he went to church with. Jemand, mit dem er in den Gottesdienst gegangen ist. Someone he worshiped God with. Jemand, mit dem er Gott angebetet hat. And we go to Zechariah the 11th chapter. Und wenn wir zu Zechariah 11 gehen. And this is 500 years later. Das ist 500 Jahre später. And here the Bible tells us how much he's going to be sold for. Dann sagt uns die Bibel dort, für wie viel Geld er verkauft werden sollte. Notice what it says. Was steht hier? Da sprach ich zu ihnen, wenn es gut ist in euren Augen, so gebt mir meinen Lohn, wenn aber nicht, so lasst es bleiben. Da wogen sie mir meinen Lohn ab, 30 Silberlinge. 13? Ja. Aber der Herr sprach zu mir, wirf ihn dem Töpfer hin, den herrlichen Preis, dessen ich von ihnen wert geachtet worden bin. Da nahm ich die 30 Silberlinge und warf sie ins Haus des Herrn, dem Töpfer, hin. Here we have a dual prophecy. Hier haben wir eine zweifache Voraussage. This prophecy says he's going to be sold for 30 pieces of silver. Hier wird vorhergesagt, er wird für 30 Silberlinge verkauft. And they're going to use the money to buy a potter's field. Und sie werden das Feld dafür gebrauchen, das Feld des Töpfers zu kaufen. Now 500 years later, 500 Jahre später, we go to Matthew the 26th chapter. Das lesen wir in Matthäus 26. And we read verses 14 and 15. In Vers 14 und 15. And there we go ahead, please. Und dort heißt es, da ging einer der 12, namens Judas Ischariot, hin zu den obersten Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben, wenn ich ihn euch verrate? Und sie setzten ihm 30 Silberlinge fest. You see, it tells us who it was, who is this friend that's going to betray Jesus. Ihr seht, hier wird uns gesagt, wer ihn verraten sollte. Es war einer seiner Freunde. One of the 12 disciples. Einer der 12 Jünger. Judas was the one. Judas war es. And how much did he sell Jesus for? Und zu welchem Preis hat er Jesus verraten? Did he sell him for 35 pieces of silver? Für 35 Silberlinge? Did he sell him for 29 pieces of silver? Für 29 Silberlinge? If he did, folks, we wouldn't waste our time talking about it. Wenn das so gewesen wäre, dann würden wir hier nicht unsere Zeit verschwenden, darüber zu reden. But no, he sold him for exactly what Zechariah prophesied. Aber nein, er hat ihn exakt für den Preis verkauft, den Zechariah vorhergesagt hat. 30 pieces of silver. 30 Silberlinge. Exactly. Genau. But the prophecy doesn't end there. Aber die Weissagung hört dort nicht auf. Because Zechariah said they're going to use the money to buy a potter's field. Denn Zechariah hatte gesagt, sie würden das Geld dafür gebrauchen, den Acker eines Töpfers zu kaufen. Please. Matthäus 27, Vers 9 und 10, da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist, der spricht: Und sie nahmen die 30 Silberlinge, den Wert dessen, der geschätzt wurde, den die Kinder Israels geschätzt hatten, und gaben sie für den Acker des Töpfers, wie der Herr mir befohlen hatte. Does God know what he's talking about? Weiß Gott, worüber er spricht? He certainly does. Ganz sicher. Only God can predict the future like that, folks. Nur Gott kann auf diese Weise die Zukunft vorhersagen. Only God. Nur Gott. And every prophecy that is given in Scripture. Und jede Weissagung in der Schrift. Concerning the Messiah. Über den Messias. Was fulfilled exactly the way God said. Hat sich genau so erfüllt, wie Gott es gesagt hat. 30 pieces of silver. That's the price of a slave. 30 Silberlinge, das war der Preis für einen Sklaven. That's about as low as you can get. Niedriger kann der Preis nicht gehen. The price of a slave. Der Preis eines Sklaven. And the Jews who betrayed him. Und die Juden, die ihn verrieten. They didn't want that money in the treasury. Sie wollten dieses Geld nicht in ihrem Schatzhaus haben. Because that money was blood money. Denn das war Blutgeld. And so rather than have it in the treasury. Sie sagten sich also, wir tun das nicht zu den Tempelschätzen. They bought a field whereby they buried criminals. Sondern wir kaufen dafür ein Feld und da begraben wir die Verbrecher. That's the story of Jesus.
Das ist die Geschichte Jesu. And then in Psalm chapter 22. Und dann im Psalm 22. Here's another prophecy 1,000 years in advance. Findet sich eine andere Weissagung 1,000 Jahre vorher. Please. Ab Vers 17, denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. See, this prophecy is very important. Wisst ihr, diese Vorhersage ist sehr wichtig. When Jesus was crucified, als Jesus gekreuzigt wurde, all that he had was his clothes. That's all he owned in this world. Da hatte er nur das, sein einziger Besitz auf dieser Welt, das waren seine Kleidung. And the Romans, and by the way, only the Romans used crucifixion as capital punishment. Und die Römer, übrigens war das das einzige Volk, das Kreuzigung bei Schwerverbrechen gebrauchte. The Roman nation never even existed when these prophecies were given. Aber das Römische Reich existierte noch überhaupt nicht, als diese Prophezeiungen aufgestellt wurde. They came centuries later. Das dauerte noch einige Jahrhunderte. And every nation has its own form of capital punishment. Und jede Nation hat ihre eigene Art, Schwerverbrechen zu bestrafen. And for the Romans, it was crucifixion. Ihre eigene Art der Todesstrafe. Und bei den Römern war das die Kreuzigung. This is one of the most cruel methods of execution. Und das ist eine der grausamsten Methoden der Hinrichtung. It was a torturous way of dying. Das war sehr schmerzhaft. Das war eine Folter, eine Qual. Especially when they nailed people to the cross. Besonders wenn sie Menschen an das Kreuz nagelten. And all Jesus had was the clothes he wore. Und alles, was Jesus besaß, das war sein Gewand. And we go to Matthew chapter 27 and verse 35. Und in Matthäus 27, 35 lesen wir. And we read the rest of the story. Den Rest der Geschichte, wie es sich erfüllt hat. 1,000 years later. 1,000 Jahre später. Please. Nachdem sie ihn nun gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich und warfen das Los, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und das Los über mein Gewand geworfen. See, the Romans had a rule. Bei den Römern gab es eine Regel. That when they crucified somebody, wenn sie jemanden kreuzigten, whatever possessions those people owned was divided amongst the executioners. Dann wurde der Besitz dieses Menschen unter denjenigen aufgeteilt, die die Hinrichtung durchführten. All Jesus had was the clothes he wore. Jesus hatte nur sein Gewand an seinem Leib. And his outer garment was a seamless robe. Und sein äußeres Gewand, das war ohne Naht. So for them to divide it amongst themselves would have meant that it was no good for anybody. Hätten sie das also zerrissen und unter sich aufgeteilt, dann hätte keiner was wirklich davon gehabt. And so they cast lots as to who would get it. Also haben sie das losgeworfen und einer sollte es bekommen. And thus the Romans was fulfilling Bible prophecy. Und so haben die Römer diese biblische Prophezeiung erfüllt. With an accuracy that establishes the word of God. Mit einer Genauigkeit, die das Wort Gottes bestätigt als göttlich. And they didn't even know what they were doing. Und sie Es war ihnen nicht einmal bewusst, was sie dort taten. Again in Psalm 34, verse 20. Dann lesen wir weiter in Psalm 34, Vers 20. Here we have another prophecy. Eine weitere Prophezeiung. That not one of his bones would be broken. Hier wird vorhergesagt, dass nicht eines seiner Gebeine, seiner Knochen zerbrochen würde. Now, as I mentioned before, crucifixion was very slow and terrible death. Ich habe das schon erwähnt, dass der Tod am Kreuz sehr langsam und qualvoll war. Sometimes it took people for over a week to die. Manchmal hat es mehr als eine Woche gedauert, bis derjenige starb. But remember, the Jews had a law. Aber denken wir daran, die Juden hatten eine Regel. That nobody was to hang on the cross over the Sabbath. Dass nämlich über den Sabbat niemand am Kreuz hängen durfte. And thus they had to get them off that cross. Sie mussten also dafür sorgen, dass die Leute vom Kreuz runterkamen. And so what the Romans would do to speed up the death process. Und was die Römer taten, um das Sterben zu beschleunigen? They would break the legs of the crucified. War, dass sie von den Gekreuzigten die Beine brachen. Because as long as they could suspend their weight with their feet. Denn solange sie sich mit ihren Füßen abstützen konnten, they could breathe. Konnten sie auch atmen. But when they could not suspend their weight. Aber wenn sie ihr Gewicht nicht mehr stützen konnten, the body would slump.
Dann rutschte der Körper herunter. And they couldn't exhale. Und sie konnten nicht mehr ausatmen. They couldn't breathe. Sie konnten nicht atmen. And thus they would suffocate and die in a very short time. Und sie sind dann innerhalb kürzester Zeit erstickt. And so on that Friday afternoon. Und an diesem Freitag Nachmittag. We read in John chapter 19. Da lesen wir in Johannes 19. Verses 31 to 33. Vers 31 bis 33. Please. Weil es Rüsttag war, jener Sabbat war nämlich ein hoher Festtag, baten die Juden nun Pilatus, damit die Leichname nicht während des Sabbats am Kreuz blieben, dass ihnen die Beine zerschlagen und sie herabgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine, ebenso dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht. So they went and they broke the legs of both thieves. Sie gingen also hin und haben von beiden Verbrechern Then they die Beine came to gebrochen. Jesus. Und dann kamen sie zu Jesus. And he is already dead. Aber er war schon tot. So they didn't break his bones. Also haben sie ihm keinen Knochen gebrochen. And thus another prophecy was fulfilled. Und auf diese Weise hat sich eine weitere Weissagung erfüllt. Exactly the way God said. Genau wie Gott es vorhergesagt hatte. My friends, Jesus died of a broken heart. Ihr Lieben, Jesus starb an einem gebrochenen Herzen. He died for you and for me. Er starb für dich und für mich. He loves you. Er liebt euch. He loves us all. Er liebt uns alle. He gave his life for us. Er gab für uns sein Leben. And here's another prophecy in Psalm 16, verse 10. Im Psalm 16, Vers 10 finden wir eine weitere Prophezeiung. It says that he was not going to decay in the tomb. Und dort heißt es, dass er nicht in dem Grab verwesen sollte. His body was not going to see corruption. Sein Körper sollte unversehrt bleiben, unverwest. Because up from the grave he arose. Denn aus diesem Grab stand er wieder auf. We serve a living Christ. Wir dienen einem lebendigen Christus. He's not some dead Christ, folks. Es ist nicht irgendein toter Christus. But he went into the tomb. Er ging in das Grab. But the tomb couldn't hold him. Aber das Grab konnte ihn nicht halten. He broke the fetters of the tomb. Er hat die Ketten des Grabes gesprengt. And he lives today. Und er lebt heute. To make intercession for us. Um für uns einzutreten als Mittler. In 2 Corinthians 5, 17. In 2. Korinther 5, Vers 17. The Bible tells us. Sagt die Bibel uns. That to those who are in Christ Jesus, we are new creatures now. Dass diejenigen, die in Christus sind, ein neues Geschöpf sind. And folks, he wants to make us new creatures. Und ihr Lieben, Jesus möchte uns zu neuen Kreaturen machen. He's a mighty God. Er ist ein mächtiger Gott. He's able to save to the uttermost. Er ist in der Lage, uns bis zum Letzten zu retten. I was studying with an atheist in Yellowknife, Northwest Territories. In Yellowknife, im Northwest Territory, habe ich einmal Bibelstunden gehabt mit einem Atheisten. This man was a doctor of zoology. Es war ein Doktor der Zoologie. Very intelligent man. Ein sehr intelligenter Mann. But he did not believe the Bible. Aber er glaubte nicht an die Bibel. And I used to try to encourage him to read the Bible. Und ich versuchte ihn zum Bibellesen zu ermutigen. But every time he would mock the Bible. Aber jedes Mal hat er sich dann über die Bibel lustig gemacht. He didn't have time to read such foolishness as the Bible. Für ihn war das Zeitverschwendung, sich mit solchem Unsinn abzugeben wie der Bibel. And I would try to encourage him to do so. Und ich habe immer versucht, ihn dazu zu ermuntern. One day I challenged him. Und eines Tages habe ich ihn herausgefordert. And I said, Ray, if you give me 3 months to study the Bible with you. Und ich sagte ihm, Ray, gib mir 3 Monate mit dir die Bibel zu studieren. If you are intellectually honest with yourself. Und wenn du intellektuell ehrlich gegenüber dir selbst bist. And with me. Und auch mir gegenüber. You will have to admit. Dann wirst du danach zugeben müssen. That this book is not just an ordinary book. Dass dieses Buch kein gewöhnliches Buch sein kann. But this book is divine. Dass es göttlich ist. This book is the word of God. Das ist das Wort Gottes. And there is a God in heaven who hears and answers prayer. Und dass es einen Gott im Himmel gibt, der Gebete hört und erhört. I said, just give me some time. Ich sagte ihm, gib mir diese Zeit. And no, he didn't have any time. Nein, er hatte keine Zeit dafür. But one day he finally agreed. Aber eines Tages war er doch dazu bereit. And I began to study the prophecies with him. Und zusammen haben wir dann die Prophezeiungen studiert. Und ich habe ihm einige der Dinge gezeigt, die ich auch heute Nachmittag behandelt habe. Several weeks later he came to me and he said, nach einigen Wochen kam er zu mir und sagte, he says, okay, he says, you convinced me that there must be a God out there.
Okay, du hast mich überzeugt, es muss einen Gott da geben irgendwo. And that this book is not an ordinary book. Und dieses Buch ist kein gewöhnliches Buch. But he says, I will not believe that there is such a thing as a devil. Aber er sagte dann, ich kann trotzdem nicht glauben, und das werde ich niemals glauben, dass es sowas wie einen Teufel gibt. He said, if there's any evil in the world, it's the sum total of man's misconduct. Er sagte, wenn es überhaupt das Böse in der Welt gibt, dann ist es einfach das Ergebnis des gesamten menschlichen Fehlverhaltens. This devil stuff, he said, I don't believe it. Er sagte aber, dieses Zeug mit dem Teufel, das kann ich nicht glauben. I said, Ray, if you believe the Bible, ich sagte ihm, Ray, wenn du der Bibel glaubst, you have to believe in a devil, dann musst du auch an einen Teufel glauben. Because the Bible has an awful lot to say about the devil. Denn die Bibel sagt eine ganze Menge über den Teufel. And about the great controversy that's between the forces of good and the forces of evil. Und über den großen Kampf, der tobt zwischen den Mächten der Finsternis und des Lichts. He says, no, I won't accept it. Er sagte, nein, das kann ich nicht akzeptieren. Then one day he was at my home. Dann eines Tages war er bei mir zu Hause. And I had a book laying on my table. Und auf meinem Tisch lag ein Buch. It was a book written by a minister. Das war verfasst von einem Prediger. Who had 40 years of experience. Der auf eine 40-jährige Erfahrung zurückblickte. In working with people that had problems with demons. Und zwar arbeitete er mit Menschen, die Probleme hatten mit Dämonen. Like possession, demon possession. Also Leute, die besessen waren. Demon oppression. Oder von Dämonen bedrückt wurden. And so he picked this book up and he began to kind of leaf through it. Er nahm dieses Buch in die Hand und hat da durchgeblättert. And he said, "Do you mind if I take this book home and read it?" Und dann sagte er, kann ich mir das mal ausleihen nach Hause und das lesen? I said, "No, take it home, read it for yourself." Und ich sagte, natürlich, nimm das mit, lies es. Maybe it will convince you that there's a devil. Vielleicht wird es dich davon überzeugen, dass es einen Teufel gibt. Ha, I doubt that, he said. Das bezweifle ich, sagte er. But he did. He took it home and he began to read it. Und er nahm es tatsächlich nach Hause und fing an zu lesen. My telephone rang. Das Telefon klingelte. And somebody was on the other end of the line. Und jemand am anderen Ende der Leitung. I couldn't understand what was being said. War dort, aber ich verstand nicht, was er sagte. I said, "Who is this?" Und ich fragte, "Hallo, wer ist dort?" And all I could hear. Aber das Einzige, was ich hören konnte, war so ein Stöhnen. And I knew who it was. Und ich wusste nicht. I said, "What's wrong?" Wer es war. He couldn't tell me. You knew. I didn't know. Und in dem Moment wusste ich, wer das war, aber er konnte mir nicht sagen, was los war. I didn't know if he was dying with a heart attack. Ich wusste nicht, stirbt er gerade? Hat er einen Herzanfall? Or if somebody was trying to murder him or what? Oder wird er gerade versucht gerade jemand ihn umzubringen oder was? I grabbed my Bible, I jumped in my car and I rushed to his home. Und ich griff nach meiner Bibel, ich sprang ins Auto und fuhr zu seinem Haus. I burst into his house. Ich bin in die Tür rein. And when I went in, he was bent over like this. Und als ich hineinkam, da war er so vorne übergebeugt. And he's gasping for breath. Und er rang nach Luft. He couldn't breathe. Er konnte nicht mehr atmen. I said, "Ray, what's the matter?" Und ich sagte, "Ray, was ist los?" He tried to tell me, but he couldn't. Er versuchte es mir zu sagen, aber er konnte nicht. And he pointed to the book on the coffee table. Und er zeigte auf das Buch auf dem Kaffeetisch. And I knew what it was. Und ich wusste in dem Moment, was es war. I said, "Ray, on your knees." Und ich sagte, "Ray, knie dich hin." The devil is trying to destroy you. Der Teufel versucht dich zu vernichten. And we dropped to our knees. Und wir fielen auf unsere Knie. I took my Bible. Ich nahm meine Bibel. And I opened it to James 4. Und ich öffnete Jakobus 4. To those verses, you remember, where it says, "Draw nigh unto God, and He will draw nigh unto you." Dieser Vers, wo es heißt, naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. James 4, is it? Jakobus 4, oder? And I began to read those verses. Und ich begann diese Verse zu lesen. And I began to pray. Und ich begann zu beten. And James 4, 7 and 8. Jakobus 4, Vers 7 und 8. You read them, eh? Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. And I prayed in the name of Jesus, und ich betete im Namen Jesu, that Satan's power would be broken, dass Satans Macht gebrochen würde. That this man could breathe, und dieser Mann konnte auf einmal wieder atmen. Because he was gasping for breath. Denn er errang um Luft.
And while I was praying, oder ich betete darum, dass er wieder atmen konnte. He straightened up, und während ich das Gebet sprach, da richtete er sich auf breath, und holte tief Luft. And he said to me, he's gone. Und er sagte zu mir, er ist weg. And then he said, you mean to tell me there's so much power in this book? Und dann sagte er zu mir, du willst mir also sagen, dass dieses Buch so viel Macht hat? I said, Ray, that's what I'm trying to tell you. Und ich sagte zu ihm, Ray, davon rede ich die ganze this Zeit. Book is not an ordinary book. Das ist kein gewöhnliches Buch. This book is backed by the majesty of heaven. Hinter diesem Buch steht die Majestät des Himmels. This book is sealed with the blood of Calvary. Dieses Buch wurde versiegelt mit dem Blut von Golgatha. Jesus defeated Satan. Jesus hat Satan besiegt. On the cross. Am Kreuz. And he can defeat him in your life and mine. Und er kann ihn auch in deinem Leben und in meinem Leben besiegen. And then I made a mistake. Und dann machte ich einen Fehler. I started talking about the power of Satan. Ich fing nämlich an, über die Macht Satans zu sprechen. We're still on our knees. Wir waren noch immer auf unseren Knien. And while I'm talking about the power of Satan, und während ich über die Macht Satans sprach, Satan bends him right over again. Da beugte Satan ihn wieder direkt vor mir hinunter. Puts his head right down on the coffee table. Und sein Kopf war auf einmal auf dem Kaffeetisch. He said, "You better pray again. He's after me again." Und er sagte, fang an zu beten, er ist wieder da. This time I turned to Luke 10, verse 19. Diesmal schlug ich Lukas 10, Vers 19 auf. Jesus said in verse 18, he said, "I saw Satan as lightning fall from heaven." Und in Vers 18 sagt Jesus, ich sah Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Verse 19, he says, I give unto you power to tread on serpents and scorpions. Und Vers 19 heißt es, siehe, ich gebe euch die Gewalt, auf Schlangen und Skorpione zu treten. And over all the power of the enemy. Und über die ganze Kraft des Feindes. And nothing shall by any means hurt you. Und nichts soll euch irgendwie schaden. And again I prayed in the name of Jesus. Und erneut betete ich im Namen Jesu. That Satan would have to go. Dass Satan gehen musste. And folks, he went. Und ihr Lieben, er ging. And I said to this man, look, for months I've been trying to lead you to accept Christ as your Savior. Und ich sagte zu diesem Mann, schau, seit Monaten versuche ich dich dahin zu führen, dass du Jesus Christus als Erlöser annimmst. But you've always put me off. Aber du hast es nie zugelassen. I said, you're going to have to make a decision tonight. Ich sagte, du musst deine Entscheidung treffen heute. Because on your own, you're no match for the devil. Denn du allein kannst dich mit dem Teufel nicht messen. He will destroy you. Er wird dich vernichten. So you have to make a choice. Du musst also eine Entscheidung treffen. Are you ready to accept Christ tonight? Bist du bereit, heute Abend Jesus anzunehmen? And he said, what do I have to do? Und er fragte mich, was muss ich dazu tun? I said, just open your heart to Jesus and tell him to come in. Ich sagte, öffne einfach dein Herz für Jesus und sage ihm, dass er hineinkommt. Tell him you sense your need of a savior. Sage ihm, dass du spürst, dass du einen Erlöser brauchst. He said, I don't know how to pray. I never prayed in my life. Er sagte mir, ich kann nicht beten. Ich habe das noch nie im Leben gemacht. I said, you don't have any trouble talking to me. Talk to Jesus now. Ich sagte ihm, du kannst auch mit mir reden ohne Probleme. Red einfach mit Jesus jetzt. Tell him what you want. Sage ihm, was du willst. And here's what he said. Und dann sagte er Folgendes. He said, I'll try. Er sagte, ich versuch's. And this is his prayer. Und so war sein and Gebet. I'll never forget it. Und ich werde es nie vergessen. He said, oh God, this is a tough one. Help me to beat it. Und er sagte zu mir, oh Gott, das ist jetzt echt hart. Hilf mir, hier durchzukommen. In other words, it's too much for me. Mit anderen Worten sagt er, ich pack's nicht alleine. I'm no match for Satan. Ich kann Satan nicht gegenübertreten. And I led that dear man that night to accept Christ as his Lord and Savior. Und dieser liebe Mann wurde von mir an diesem Abend dorthin geführt, Jesus als Herrn und Erlöser anzunehmen. And I could tell you story after story. Und ich könnte euch noch viele weitere Geschichten erzählen. That man has been a born again Christian from that day to this. Von diesem Tag an bis heute ist dieser Mann ein wiedergeborener Christ. And a powerful witness of God's saving grace. Und er ist ein machtvoller Zeuge von der erlösenden Kraft Gottes. You see, we're new creatures now in Christ Jesus. Er predigt jetzt im Namen Jesu. Is there someone here today? Gibt es heute jemanden hier? That want to open your heart to Jesus. Der sein Herz Jesus öffnen möchte? If so, wenn ja, I want to give you the opportunity. Dann möchte ich dir jetzt Gelegenheit geben. Say yes to Jesus today. Ja zu sagen zu Jesus. Don't put him off. Heute, schieb es nicht weg. Is there such a one? Gibt es jemanden? Before I pray. Bevor ich bete. Let's pray. Lasst uns beten. Dear Heavenly Father,
Lieber himmlischer Vater, we thank you, Lord, for who Jesus really is. Wir danken dir, Herr, dafür, wer Jesus wirklich ist. He's not just another prophet. Er ist nicht nur ein weiterer Prophet, but he's the God-man. Sondern er ist der Gottmensch. He's the fulfillment of messianic prophecies. Er ist die Erfüllung der messianischen Prophezeiungen. He is one with the Father. Er ist eins mit dem Vater. And he said in Matthew 28:18. Und er sagt in Matthäus 28, Vers 18. All power is given unto me in heaven and in earth. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Go ye therefore. Geht darum. Father, I pray that you will encourage every heart here today. Vater, ich bete darum, dass du heute jedes Herz hier ermutigst. And may they not be like this Christian lawyer who didn't have any answers. Und mögen wir nicht sein wie dieser christliche Anwalt, der keine Antworten wusste. But may they know in whom they have believed. Sondern mögen wir wissen, an wem wir glauben. Be able to testify like the Apostle Paul. Und in der Lage zu sein, ein Zeugnis zu geben wie der Apostel Paulus. Who said that he was persuaded that God was able. Der überzeugt war, dass Gott mächtig ist. Father, we know he's able. Und Vater, wir wissen, er hat die Macht. He's a creator God. Er ist der Schöpfer Gott. He spoke a universe into existence. Er hat gesprochen und das Universum he's war da. He's the same yesterday, today and forever. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. And he still holds out those nail-pierced hands. Und noch immer reicht er uns seine von Nägeln durchbohrten Hände entgegen. Door of mercy is still open. Die Gnadentür ist noch offen. And whosoever will may come. Und wer will, kann kommen. Drink of the water of life freely. Und von dem Wasser des Lebens umsonst trinken. So have your way in every heart and soul here today, I pray. Und mögest du heute in jedes Herz, in jede Seele kommen. In Jesus' name. Ist mein Gebet im Namen Jesu. Amen. 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 God bless you. Gott segne euch.